So, und damit hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ghost of Tsushima. Wir sind wieder in Omogi. Omogi-Bucht? Ja. Genau, haben wir im letzten Video ja Kenji und Monster vergolten. Jetzt machen wir nochmal eben eine Nebenmission hier für die Fürstin. Und ich habe ja letztens hier schon gesehen, das ist da oben im Ding. Ist denn die Bude? Da. Ins Dojo. Für seinen Mojo. All meine Waren sind nützlich. Papplapapp. Hier habe ich die Tante. Da. Willkommen. Möchtet ihr einen Tee? Nein, danke. Ich möchte dir nur helfen. Ihr wollt etwas trinken. Mit mir. Nein. Nicht wirklich. Ich bin nur höflich. Doch ich möchte eure Hilfe. Mir wurde eine Karte gestohlen. Ich brauche sie zurück. Kenji lobt euer Geschick über alle Maßen. Ich begehe keine Untaten für euch, Fürstin Sanjo. Auch wenn Kenji euer Freund ist. Versteht mich richtig. Die Karte zeigt die Standorte der Lebensmittellager. So versorge ich die Menschen in Toyotama. Ich soll also den Dieb finden. Oh, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich in einer Spelunke am Drei-Wege-Quell. Ihr sollt nur die Karte zurückholen. Ich sehe, was ich tun kann. Doch wenn ihr mich belügt. Fürst Sakai, ich bin eine überaus ehrliche Haut. Fragt den Letzten, der meine Aufrichtigkeit in Frage stellte. Sein Kopf liegt jetzt draußen bei den Schmeißfliegen. Oh, nett. Okay. Seid vorsichtig. Viele kennen den Dieb der Karte und wissen, wozu ich bereit bin, um sie zurückzubekommen. Spann dich mal. Ja, wer da hin? Das ist wahrscheinlich ihr Fuchsbau. Meine Güte. Jetzt schon los, ey. KG. Wir sind ein gutes Team. Hast du nicht schon gemacht? Okay, das ist ein heißer. Schon gemacht, oder nicht? Sinnieren über Beharrlichkeit. Ein Spiegel des Ichs. Laternen des Nachts. Verbündet mal. Eins, was darunter lauert. Die Wunden werden tiefer. Mehr aus Rot, Wiedergeburt. Meine Güte. Beschützt vor dem Hass. Bewacht von Weisheit. Steht in die Gelehrt. Ein Spiegel des Ichs. Angst, was darunter lauert. Bewacht von Weisheit. Tut sie. Ich glaube, da war ein bisschen laut. Schieb mal eine Beharrlichkeit. Oh, das ist ein dickes. Also, ein breites. Nö, Mann. So, Kage. Und ich kann nicht so drauf springen. Schade. Das Ding da. Das Ding da. Das ist der Drei-Wege-Quell. Doch wo ist die Spelunke?
wahrscheinlich da. Ja. Oh. Los jetzt, Cargill! Irgendwohin. Ah. Das muss die Spelunke sein. Wird verlassen. Hallo? Die Karte gehört mir. Geht weg. Ich bin Jin Sakai. Macht auf. Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Okay, cool. Da. Da haben wir das schon. Gut, so nicht. Was bringt mir das auf dem Dach denn? Nicht. Halt, Trottel. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai, kommt heraus. Ich habe ein Angebot für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich kann die auch mal platt machen. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein, aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte, oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht nochmal. Tötet ihn! Einer der drei muss die Karte haben. Scheiße, der Typ mich gerade, der ist offen. Hier ist sie. Sprich mit Fürstin Sanjo. Gut, machen wir das. So, Fürstin Sanjo. Ich kann ja auch nicht keine Leute boxen. Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch,
Dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich da raus. Danke, Fürst Sakai. Wow. So, aber wirklich. Komm, wie großzügig ist er ja jetzt nicht. Ich habe ja nichts Besonderes gekriegt. So, jetzt müssen wir erstmal hier Masako weitermachen. Alter, wie weit ist sie denn weg? Mahlzeit, moin. Gott, ich kann hinreisen noch nicht. Da ist ja nichts, ne. Natürlich will er schon wieder anfangen zu regnen. Ich geh kaputt. Ey. Gibt's ja nicht. Ja, kannst du. Ist doch dunkel. Kannst du knicken. Wo ist Junshin? Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Junshin? Masako, was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen! Mein Herr, helft mir! Masako, überlasst das mir. Ach, die Mönche zu boxen, Alter. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird das. Masako, ey, bleib doch mal ruhig. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Junshin? Junshin half den Überlebenden am Rotlaubtempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Mein Gott, Masako. Was wollt ihr von Junshin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die Verschwörer bei sich hatten. Junshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Junshin. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Dann los. Wartet auf mich. Macht schnell. Mein Gott, ey. Die ist, glaube ich, ein bisschen blind verbunden. Hat das Gefühl. Hier! Wenn wir den Mönch finden, kümmere ich mich um ihn. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako, ihr tötet Junshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Nein. Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Okay, was ist denn hier los? Genug! Bastard! Hier,
Sie haben sie auf Tempelgelände ermordet. Wir müssen Junshin finden. Hier lang. Ja, wo lang? Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Runter! Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Shen! Sie könnten den Mönch töten. Na gut. Ich nehme ein, hier den anderen. Verstärkung. Seid ihr das? Ich muss Junshin retten. Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Sie haben schon gewonnen. Ich will nicht gegen Masako kämpfen. Nicht einen Mörder! Wir wollten mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind.
Euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako. Versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Sucht seine Spuren. Junshin ist hier entlang. Er ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Junshin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Junshin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Geh doch mal. Warum bist du auch. Weißt du immer nicht, Kamera? Da ist er. Bitte, geh doch mal. Tötet mich nicht. Geh doch mal weg, Alter. Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten. Trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Die Verschwörung. Jetzt war das ihre Schwester. Jetzt spitzt sich zu. Die habe ich doch schon an. Ah, ne, gar nicht. Die ist neu. Ja, rot. Ja, aber ich trage eh. Die.
Oh, da ist auch noch was. Wo ist dein Kamiagammer? Ah, kann ich noch nicht. Okay, kann ich noch nicht. Kamiagammer, dann machen wir mal da. Dann machen wir den Bums jetzt hier zuerst. Boah, Junge, wie war ich denn mit Lars dran? Nichts. So. Rebellenzuflucht. Das ist ja schon. Immer ein dicker See hier. Ich hab dort was zu. Ich komme mit. Du gewinnst nicht. Uns alle schafft er nicht. Das war's, wie man sagt. Hallo, hinter war da noch was von dem. Ach, Böller. Beides waren Böller. Na gut, so liebe Leute, ich muss sagen, dann beende ich auch mal hier das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Oder ein Kommentar. Eins Kommentar. Nee, Mann. So was fange ich hier nicht wieder an, die Sprache. Ja, dann nächste Video. Boom. Werden wir mal die Hauptmission hier weitermachen. Weil sonst ist ja nichts mehr hier. Außer halt diese Punkte zu entdecken. Genau wie hier. Und ich denke mal, dann wird es irgendwann mal nach Bukshimura gehen. T
Techniken 10. Boah, ich habe nur noch. Na gut, den ganzen Quark hier unten, ne? Den brauche ich aber nicht. Das ist viel wichtiger. 2, 2, 2. 2, 4, 6. Bei. Schnell bin und präzise. Drei zugleich töte, habe ich eine Chance. Stimmt. Hast du. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid wir gehen über mich mal dabei. Ich werde mich echt gut und sehr darüber freuen. Dann wünsche ich euch jetzt auch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.